Die Fed bleibt hart. Sie will die Zinsen länger hochhalten, was die Aktienanleger jetzt ja auch wieder verunsichert. Aber Gold und Silber steigen. Warum tun sie das? Wo doch die Fed anscheinend die Inflation weiter entschlossen bekämpft. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Früher war mehr Lametta und außerdem gab es früher ja auch mal sowas wie eine Jahresendrallye, die Santa Claus Rallye, und da konnte man sich auch noch drauf verlassen. Und wir hätten sie uns ja verdammt nochmal auch verdient nach so einem Jahr. Und man kann sich jetzt zwar nicht beschweren über das vierte Quartal, es war schon wieder ziemlich gut. Wir sind in diesem Quartal jetzt immer noch deutlich im Plus beim Dow und beim DAX. Aber seit der letzten FED-Sitzung, da ist der Katzenjammer doch wieder relativ groß. Die US-Notenbank hat eben wieder mitgeteilt, ganz so schnell geht's doch nicht mit dem Ende der Leitzinserhöhungen. Da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Und die US-Inflation, die war ja auch im November immer noch bei 7,1%. Das ist zwar schon ein leichter Rückgang, aber es kann jetzt keine Rede davon sein, dass die Inflation damit jetzt besiegt wäre. Und wenn man aber den Analysten glaubt, dann war ja der Grund für die Erholungsrallye jetzt einzig und allein der, dass man eben auf eine Wende in der Geldpolitik gehofft hat. Wieder mal. Ansonsten gibt es nicht so viel, warum ein Anleger zurzeit Aktien kaufen sollte, wenn er alle Sinne beisammen hat. Es sei denn, er ist sowas wie ein Sparplankunde. Und diese Hoffnung, die bröckelt jetzt eben, und zwar ernsthaft wieder. Und ich habe vor einem Monat ein Video gemacht, wann kapituliert die Notenbank, jetzt Gold statt Aktien kaufen? Fragezeichen. Und da habe ich das mal dokumentiert, das ganze Elend, was wir da gehabt haben, nämlich immer wieder die große Hoffnung, die Wende in der Geldpolitik ist nah. Und das ist dann aber immer wieder enttäuscht worden. Und hier haben Sie es nochmal in einer aktualisierten Version. Der Dow Jones Index, der Einjahreschart von TradingView. Im ersten Halbjahr ist er durchgehend gefallen, das ist bekannt. Dann aber ab Juni die erste starke Erholungsbewegung. Und man hat damals zwar schon gewusst, Inflation, Zinsen, Konjunktur, alles zappenduster, aber der Höhepunkt bei den Leitzinserhöhungen, der könne kurz bevorstehen. Bis dann das Treffen war in Jackson Hole, wo Jerome Powell in aller Schärfe gesagt hat, davon sind wir noch weit entfernt von dieser geldpolitischen Wende. Und die Erholung ist in sich zusammengesackt. Wie schon gesagt, das war die erste harte Ohrfeige für den Markt. Weitere sollten folgen. Aber als Anleger, da sind wir ja gute Christenmenschen und halten die Wange weiterhin. Und je mehr die Anleger dann auch abgewatscht worden sind, desto weniger haben sie das noch ernst genommen. Also eine gewisse Abstumpfung oder ja vielleicht auch so eine Sadomaso-Geschichte. Manche wollen einfach geschlagen werden. Und irgendwann, da konnten die Inflationsdaten dann auch sein, wie sie wollten, und die Fed konnte auch sagen, was sie wollte. Das hat ihr sowieso keiner mehr geglaubt. Aber letzte Woche gab es dann eben wieder eins aufs Haupt, und jetzt kriegt's der eine oder andere doch mit der Angst zu tun. Nur, wenn man glaubt, dass die Fed entschlossen bleibt, dass sie entschlossen strafft, dass sie die Inflation entschlossen bekämpft, warum steigen dann ausgerechnet jetzt Edelmetalle? Das tun sie nämlich. Hier auch die Entwicklung auf ein Jahr, Gold, Goldfarben, Silber, Silberfarben, die sind auch die meiste Zeit gefallen dieses Jahr, ist ja auch folgerichtig, weil man ja davon ausgegangen ist, die Fed geht die Inflation hart an. Jetzt aber dann eine Erholung, weil man gedacht hat, die Zinswende kommt bald, und diese Erholung ist auch im Dezember jetzt weitergegangen. Und damit sind Edelmetalle jetzt plötzlich Outperformer, weil die Aktienmärkte ja korrigieren, und Gold ist aber seit Anfang Dezember nochmal um 3% gestiegen und Silber sogar um fast 8%. Warum?
Nehmen die Edelmetallanleger das mit der Geldpolitik jetzt völlig anders wahr oder ist das ein anderer Menschenschlag oder sind das alles Leute, die mal gedacht haben, Kryptowährungen sind das neue Gold, bis sie dann gemerkt haben, es ist doch nicht ganz das Gleiche und sind jetzt wieder zurückgekommen in den Goldmarkt? Das kann auch alles eine Rolle spielen. Aber ich gehe schon davon aus, alle sehen das Gleiche am Markt. Es verändert sich nur gerade was. Zumindest in der Wahrnehmung der Leute. Bis jetzt hat es nur ein großes Thema gegeben, nämlich die Geldpolitik natürlich. Und die Wirtschaftsdaten in den USA, die konnten gar nicht schlecht genug sein. Hauptsache, die Zinsen gehen irgendwann mal wieder runter. Und jetzt ist es aber so, die Überzeugung nimmt zu, dass auch die USA jetzt wirklich in die Rezession rutschen. Und speziell die Aktienanleger, die stellen jetzt plötzlich fest, oha, eine Rezession, das ist ja für Unternehmen möglicherweise gar nicht so gut. Hier zum Beispiel eine Stellungnahme von Mike Wilson von Morgan Stanley. Der ganze Beitrag dazu ist auf Business Insider. Uns steht die schlimmste Earnings Recession, der schlimmste Rückgang der Unternehmensgewinne seit 2008 bevor. Das könnte die Börsen nächstes Jahr belasten. Und die Märkte spielen diese Rezession ja auch schon durch. Zum Beispiel beim Ölpreis, auch da ein Jahreschart. Erst stark gestiegen wegen dem Ukraine-Krieg, jetzt fällt er aber wie ein Stein, trotz Covid-Lockerungen in China und trotz knapper Öllagerbestände, weil wir eben Rezessionssorgen haben. Oder die Zinsen. Hier der Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen. Er ist stark gestiegen dieses Jahr natürlich, weil ja auch der Leitzins gestiegen ist. Seit Ende Oktober fällt er aber wieder und er ist jetzt bei 3,7%, damit deutlich unter dem Leitzins von 4,25 bis 4,5%. Und gleichzeitig haben wir auch überall inverse Zinskurven. Die Zinsen für kurzlaufende Anleihen sind höher als die für langlaufende, was in der Regel auch eindeutig einen starken Wachstumsrückgang signalisiert und auch kommende Zinssenkungen. Wenn es also nach den Märkten geht, dann kommt jetzt in den USA ganz klar eine Rezession. Und die Aktienanleger sehen das jetzt eben auch langsam mit gemischten Gefühlen. Aber wie geht es den Edelmetallanlegern? Was die sehen im Moment, das ist gar nicht mal so schlecht. Weil es ist zwar so, wenn eine Rezession kommt, dann geht wahrscheinlich auch die Inflation wieder runter dadurch. Aber der Markt geht ja auch fest davon aus, dass ja auch die Zinsen bald wieder gesenkt werden. Siehe die Bondmärkte. Die Frage ist also einfach dann die, warum senkt die Fed dann die Zinsen? Senkt sie sie, weil sie sich's wirklich leisten kann, weil die Inflation spürbar aus dem System dann gewichen ist, bei vertretbaren Folgen auch für die Wirtschaft, weil die Fed alles richtig gemacht hat. Das haben ja die Aktienanleger in den letzten Monaten gehofft. Oder senkt die Fed die Zinsen wegen einer kommenden Wirtschaftskrise, die man keinem zumuten will. Und am Ende aber vielleicht doch, obwohl immer noch Inflationsdruck da ist, also wider besseren Wissens. Und das ist ja eigentlich das Traumszenario für Anleger von Gold und Silber. Letzten Endes ein Stagflationsszenario, dass es nicht zwangsläufig kommen muss, aber bei einer Inflation im November von 7,1% immer noch und gleichzeitig starken Rezessionswarnsignalen jetzt, da kann man als Edelmetallanleger schon sagen, dass so ein Stagflationsszenario zumindest wahrscheinlicher geworden ist. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund für die Outperformance gerade von den Edelmetallen. Und die ist erstmal nur eine Momentaufnahme. Es kann aber auch sein, dass das ein bisschen grundsätzlicher ist, das Ganze, und dass sich diese Outperformance auch fortsetzt im nächsten Jahr. Und zu den Fundamentaldaten von Gold und Silber, also Angebot, Nachfrage, Schmuckindustrie, Barren, Notenbanken und so weiter, da verweise ich auf mein letztes Goldvideo oder auch auf das Video vom September. Gold und Silber, die beste Kurschance seit Jahren? Fragezeichen. Weil physisches Angebot, physische Nachfrage bei Gold und Silber, da sind die Relationen an sich ja wirklich okay, sprechen auch für Edelmetalle in der Tendenz. Nur wirkt sich das am Markt eben leider oft nicht entsprechend aus.
Und bei Silber, da wissen wir inzwischen auch, dass die Nachfrage dieses Jahr bis Mitte November um 16% gestiegen ist. Das berichtet das Silver Institute. Und die Produktion aber nur um 1%. Und die Nachfrage nach Silber aus den Finanzprodukten ist zwar gefallen, die haben viel verkauft, aber sonst Barren, Münzen, Schmuck, alles stark gestiegen. Und vor allem auch die Nachfrage aus der Industrie, also Elektroautosektor, Solarzellen und so weiter, das ist auch nochmal um 5% gestiegen. Das ist auch ordentlich, ist für so ein Krisenjahr auch nicht schlecht. Und dadurch haben wir dieses Jahr bei Silber eine Marktunterversorgung wahrscheinlich von 194 Millionen Unzen, das größte Defizit seit Jahrzehnten. Das ist schon vielversprechend. Aber wie immer, ich gebe auch zu bedenken, auch beim Silberpreis ist diese physische Nachfrage nicht immer entscheidend. Das ist eine Grafik, die habe ich schon im April gezeigt hier von Sprott Asset Management. Es hat sich damals schon abgezeichnet, dass das Defizit 2022 nochmal steigen wird. Und jetzt ist es ja sogar noch deutlich stärker gestiegen, als man damals gedacht hat. Aber auch das hat dem Silberpreis ja damals erstmal so gut wie gar nichts geholfen, weil viel von der Silbernachfrage einfach auch Investmentnachfrage ist. Und damit ist diese Nachfrage eben auch zum Teil psychologisch bedingt. Und wie man hier sieht, es gibt auch nicht wirklich einen Zusammenhang zwischen den Fundamentaldaten von Silber und der Kursentwicklung. Und noch ein Wort zur Warnung. Es ist nicht komplett abwegig, dass die Fed weiterhin trotz allem entschlossen die Inflation bekämpft oder dass sie zumindest jetzt erstmal den Eindruck macht. Das ist ein Szenario dann, das für Gold und Silber definitiv nicht gut wäre. Der Markt glaubt es zwar nicht zurzeit, aber bis jetzt hat die Fed da eben doch immer wieder auch überrascht. Ob sie das in Zukunft auch so macht, ist natürlich eine Glaubensfrage letzten Endes. Was man aber schon mit gutem Gewissen sagen kann, würde ich sagen, die Fed ist jetzt natürlich in einer schwierigen Lage und aus der kommt sie auch nicht ganz so einfach wieder raus. Wir stehen an einem Scheideweg. Es wird definitiv spannend die nächsten Monate und ich glaube auch, es lohnt sich wirklich, wenn man das jetzt intensiv beobachtet als Anleger. Auch wenn man dabei weiter immer wieder abgewatscht wird von der Fed, vom Markt oder von sonst wem. Aber als begeisterte Anleger, da macht uns das ja nichts aus. Ganz im Gegenteil, man kann sich ja sogar ein bisschen auch dran erfreuen mit heimlicher Wonne. 50 Shades of Kapitalmärkte. Wer als Anleger kein Masochist ist, der wird da auch nicht weit kommen. Aber jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür und ich werde da jetzt auch ein bisschen kürzer treten. Ich werde nächste Woche hier keine Videos machen. Dafür gibt es dann aber am 5. Januar wieder den großen Ausblick aufs neue Börsenjahr 2023. Der Blick in die Glaskugel. Wo stehen wir? Wo sind die Chancen? Wo sind die Risiken? Was sagen die Analysten alle und was ist davon zu halten? Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, am besten natürlich als Abonnent vom Zukunftsmärkte-Kanal. Da wir auch die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos da sind von mir. Und das erhöht zum Beispiel drastisch die Chance, dass Sie dann den Ausblick im Januar eben auch sehen, auch wenn Feiertage dazwischen liegen und der Jahreswechsel und ja auch jede Menge freiwillige und unfreiwillige Mahlzeiten und Alkoholika, wo man dann gern mal vergisst, was man sich im letzten Jahr eigentlich vorgenommen hat. Aber als Kanalabonnent passiert Ihnen das dann natürlich nicht. Und was die Weihnachtsrallye betrifft, ein paar Tage haben wir ja noch zum Glück. Und statistisch gesehen, die besten Handelstage sind immer die letzten 5 im alten Jahr und die ersten 2 im neuen Jahr. Und das hier ist von Pinterest. Sogar der Weihnachtsmann fährt jetzt Elektroschlitten. Und das ist für Silberanleger eine extrem gute Nachricht, weil, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber ein durchschnittlicher Elektroschlitten enthält 4000 Mal mehr Silber und strategische Metalle als ein Rentier. Sonst würde der Rentierbraten ja auch nicht nur 12 € das Kilo kosten. Jedenfalls guten Appetit dieses Jahr beim Rentier-Weihnachtsbraten und lassen Sie sich es auch sonst gut gehen. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, einen guten Rutsch, bis bald im neuen Jahr und wie immer natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen.